Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich da mache. Ich nehme das auf und lese irgendwas aus der Kronenzeitung. Schon mal sehr interessant. Das heißt nicht Startseite. Startseite heißt es im Internet. Da sieht man mal, wie verblödet man eigentlich ist. Die Headline quasi, ja. Und die Titelseite, danke. Da steht zwar Rückholaktion für Diplomatenpässe, finde ich noch ganz okay. Aber lustig ist, das steckt wirklich unterm Anzug. Ich meine, der Unterwäschekrieg im Skisport ist noch immer nicht ganz beigelegt. Aber was verdecken die Rheindressen wirklich? Hannes Reichelt, Liz Görgel, Marlies Schild und Benny Reich, Klammer auf, von links, das könnte man sie ja nicht erkennen, Klammer zu, lüften ihre Arbeitsmonturen. So sehen die Anzüge unterm Anzug aus. Sexy Dessous drang die Stars höchstens abseits der Pisten. Und das auf einer Zeitung auf der Titelseite. Grandios. Sehr fein. Wolf Martin. In den Wind gereimt. Die Griechen schrecken kein Staatsbankrott. Sie streben an nun, wie zum Spott, den Kauf sündteurer Eurofighter. Um unser Geld. Ist das nicht heiter? Wie wär's? Statt finanzieller Gaben könnten sie doch die unseren haben. Ja. Nicht so witzig. Dann die Rückholaktion über die wegen Diplomatenpässen, da sieht man wieder mal den Hannes Androsch, ungefähr 120-jährig. Politik kann man nicht lesen in dieser Zeitung. Kim Jong-il im Schneewittchensarg, das ist das größte Problem. Wolf und die Ayatollahs, dann ist wieder so eine ganz nette Karikatur drinnen, verschone ich euch jetzt. Was dahinter steckt von Ernst Trost, Hölsterreich. Hölsterreich, was auch immer das heißt. Neben Mozart, Hitler, Sissi und Freud dürfte in Kürze Josef Fritzl zu den bekanntesten Österreichern in Frankreich zählen. Um die so werbewirksamen Bilder vom Neujahrskonzert sollten bald zum Horrorszenarium der jüngsten Pariser Literatur. Ja, das war schon fast ein bisschen zu tiefgründig. Autofahrer brennen immer mehr für ihre Tankfüllung. Naja, jetzt kommen die besten Seiten. Eine Barbie, die teuerste Barbie-Puppe, ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf, der Welt. Ja, mit einem, irgendeinem, keine Ahnung, Stein oder ähnlich. Katy Perry und Harry Potter sind Lieblinge der US-Fans. Also, sowas liest man gern. Ja. Sowas liest man ungefähr gleich gern wie gleich auf der nächsten Seite. Gibt es eine Anzeige über Kingston USB-Sticks ab 5,55 Euro. Das ist gut platziert, die Werbung. Studie. Freitag der 13. ist besonders sicher. Lustig, vielleicht ist auch das Jahr 2012 besonders sicher, wenn es schon um den Aberglauben geht. Was haben wir da noch? Brangelina und Obama, das darf nicht fehlen in der Zeitung. Die Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt haben US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus besucht und über verschiedene Projekte gesprochen. Boah. Also das ist zumindest eine Erwähnung auf diversen Social Networks. Definitiv wert. Und dann haben wir da wieder so ein nettes Foto, das ist wieder mal sensationell. Ich zeige das kurz her, weil es ist allein schon von der künstlerisch sehr wertvoll. Und dabei steht, da steht sicher eine extrem nette Geschichte dabei, und
sehr glaubhafte. 10 Jahre ist es her, dass sich verbotene Liebe Schauspielerin Nina Bott für den Playboy auszog. Nun hat sie es erneut getan und zeigt sich attraktiver denn je. Nach ihrer Schwangerschaft habe sie sich einer Brust-OP unterzogen, erzählt sie offen. Das Outing in der Kronenzeitung, grandios. Also das Baby der Eisbaronin spaltet die ganze Nation, okay. Esti ist vollkommen fertig. Naja. So. Kuh wie in Hollywood-Filmen. Täter machte 700.000 Euro Beute. Na gut. Eine Gruppe von Wildschweinen ist eine, da gibt es ein Krone-Quiz. Eine Gruppe von Wildschweinen ist eine A. Bache, B. Rotte, C. Keiler, D. Schule. Ich tippe mal schwer auf D. So, Weinbetrüger hängte sich in der Zelle, okay. Ja, das ist nie lustig, vor allem wenn es sich um einen Weinbetrüger handelt. Was haben wir noch? Neuer Skylink Terminal als Probepassagier im Flughafen. Nein. Lahn-Dieb rempelt Detektiv und Polizist. Das finde ich zum Beispiel auch recht lustig, weil also der Umstand, dass ein Lahn-Dieb ist, scheint ja der Kronenzeitung kein wirklichen Aufhänger wert zu sein, weil das kommt eh schon jeden Tag vor, aber dass ein Detektiv und ein Polizist rempelt. Wow. Also. Und daneben gleich Einbrecherin von Vega gefasst. Na, Gott sei Dank war das kein Vega-Polizist, weil sonst hätten sie das in einer Schlagzeile verpacken müssen. Gut. Tragödie vor der Ferienmesse. Naja, das ist auch nicht lustig, das ist alles nicht witzig. Keine Alkoholwerbung, das finde ich einmal interessant. Vorstoß. Der Matura-Reiseveranstalter XXX einigte sich am Donnerstag darauf, in Zukunft auf aggressive Alkoholwerbung für seine beliebten Partyreisen zu verzichten. Na, das ist aber unten bitte Elektrobot gestohlen. Das ist unbekannte Stahlen in Wein am See im Burgenland ein Elektrobot samt Zubehör wert 17.000 Euro. Also sowas zum Beispiel haut mich immer extrem zurück, weil man denkt, Krieg hin oder her, aber sowas ist schon schlimm. Also Elektrobot stehlen, Wahnsinn. Versicherung als Mordmotivtragenopfer hofft weiter auf Freiheit. Ja. Digitale Fahndung am Bahnhof, das ist übrigens eine ganz klasse Geschichte, dass jetzt die Polizei wirklich tagtäglich irgendwelche Fahndungsvideos laufen lässt. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kann man also verborgene Kräfte wecken. Ja, Kräuterpfarrer Benedikt, einen Weilinger gibt es nicht mehr. Die Leute wollen Leben nicht sparen. Ferienmesse wie eine Autoschau. Ja, das ist alles nicht so. Das ist zum Beispiel wieder was. Da zum Beispiel. Ich meine, sowas wollen die Leute sehen. Ja? Ein Mann, der Kübeln aufhat. Ich meine, und zumindest eine Geschichte. Da zwei tolle Produktionen sorgen im Dschungel Wien, dem Theater für junges Publikum und Museumsquartier für Aussehen, ein Schaf fürs Leben, erzählt die hinreißende Geschichte über ein hungriger Wolf und ein naives Schaf zu dir. Sondern das ist nicht das. Das gehört mal anders hin. Keine Ahnung, da steht nichts. Da ist anscheinend nur das Foto allein schon eine Schlagzeile wert, beziehungsweise ein Platz. Das ist traurig, irgendwie das durchzulesen. Luxus für jedermann, Happy Birthday, Kung Fu im Net. Ich meine, das sind. Was haben wir da? Ich meine, ich freue mich schon auf die erotischen Bilder unseres Skistars. Ah, dabei ist auch super, spektakuläre Hoppalas on Eis. Pichowetz ist privat ganz zahm, Demi verliebt. Hat die Demi Moore am Ende vielleicht wirklich einen neuen Liebhaber? Ja, ja, unglaublich. Und da fragen sie sich, ob diese Longoria, wo spielt die schon? Hausfrau Longoria, wahrscheinlich Desperate Housewives, ja, ein Babybäuchlein hat. Also das ist ja wirklich, dafür kauft man sich eigentlich so ein Blatt.
Ist irgendwie, der Euro ist irgendwie frecher, aber sollte wirklich noch eine Krone kosten, umgerechnet. Ihr Jahr kann 600.000 Euro bringen, das gibt es auch bei in Amerika tagtäglich mit der Green Card. Ja, das sind dann so tolle Rätsel, die irrsinnig schwer sind, wie zum Beispiel Abkürzung Philosoph. Wow, bist du gescheit. Kreuzinschrift. Hoppla, geht sie nicht aus. Da muss es ja fast Inri sein. Schrecklich. Geburtstagsglückwünsche gibt es da ja auch irgendwo, glaube ich. Nein, aber heute nicht. Da gibt es immer so, das hättest du dir nie gedacht, dass du heute aus der Punkt lachst. Dann unglaublich, also das ist etwas, wo ich unbedingt, ich meine, ich finde es schade, dass es so weit hinten hingeht. Immerhin auf Seite, ich weiß jetzt gar nicht, was das für Seite ist, aber ganz weit hinten. Und ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen unfair, weil da ist man schon so angestrengt vom Lesen von dieser Zeitung. Man muss wirklich geistig, muss man wirklich, wirklich komplett da dabei sein, sonst versteht man die Zeitung nicht. Und dann ist man zum Schluss schon so geschlaucht und geistig so müde, dass dann das Ärgste überhaupt auf jemanden wartet. Und das finde ich irgendwie unfair. Da muss man wirklich 5 Fehler finden. Ich mein, was glauben die? Ich mein, man kann sich nicht so konzentrieren, dass, wenn man die ganze Zeitung liest. Aber es ist schwierig diesmal wahrscheinlich wieder. Es ist immer eine volle Herausforderung. So, dann ist irgendwas über Eishockey und irgendwas mit einem El Clasico. Sturmwelt am Dienstag. Na, wo sind denn diese tollen Fotos? Vielleicht meinen sie das. Na, kann ich nicht verstehen. Achso, nein, das ist ja eine andere Züge. Am besten wäre, wir fahren nackt. Aha, gut, man sieht nichts, brauche ich das gar nicht zeigen. Aber wichtig ist, dass sich die Linse wieder wohlfühlt und für die Anna ist es Fahrt. Bis auf die Unterhose lautet auch hier irgendein Artikel. Ja, ich habe es mir irgendwie witziger vorgestellt, euch das zu zeigen. Jetzt kommt noch das Spannendste, das ist das Fernsehprogramm. Ja, tut mir leid. Mir hätte es mal witziger erwartet. Die Conclusio des Ganzen ist, wer es mag, mag's. Ja. Und wer es nicht mag, mag es eben nicht. Ja. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ja, morgen nehme ich einmal irgendwas Anspruchsvolleres, ein Comic oder irgendwas. Gut. Ciao.